Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich habe es gestern schon mal angedeutet, wir haben Österreich-Wochen hier bei TV Total. Ja? Deswegen auch hier überall feinste Dekorationen. Ja? Das sind nicht etwa FC Köln-Flaggen, sondern das ist die Österreich-Fahne. Ja? Polen sieht auch anders aus. Da fehlt, glaube ich, unten das Rot, oder? Bei Polen fehlt unten das Rot, oder? Oben das Rot? Ach ja, stimmt, oben ist weiß, genau. Genau, das wäre Polen. Ja? Ich zeige es nochmal kurz. Polen. Österreich, ja? Also kein großer Unterschied. Und es ist ja in der Flagge, das ist Mozart. So. Und warum machen wir Österreich-Wochen? Ich kann es Ihnen kurz erklären. Denn es gibt in Österreich den Fernsehpreis, genannt die Romi, den österreichischen Fernsehpreis, den wir mit TV Total glücklicherweise, muss man sagen, auch schon mal bekommen. Eine große Ehre, ein toller Preis, sieht schick aus. Ja? Und Elton ist nominiert für diesen Preis in der Kategorie schönster, was? Bester Newcomer, ja, oder sowas, mit noch drei anderen oder zwei anderen österreichischen Schauspielern. Und die Zuschauer, das wird am Samstagabend im österreichischen Fernsehen live übertragen, können die Zuschauer live abstimmen, wer den Preis bekommt. So, und deswegen haben wir halt Österreich-Wochen, verstehen Sie? Liebe Österreicher, denn nur die Österreicher können abstimmen, oder? Kann man aus Deutschland auch abstimmen? Nein. So, und deswegen, meine Damen und Herren, möchten wir für Sie in unseren Österreich-Wochen nicht nur Ihnen erklären, wie die Fahne aussieht und dass das Mozart ist, sondern wir möchten auch österreichische Lieder für Sie spielen. Gestern haben wir ja schon hier das Kufstein-Lied gespielt. Heute wollen wir Popmusik spielen. Ich fahre mal gerade rüber zu dem meinen Kollegen. Denn heute wollen wir was spielen von einem der größten österreichischen Popmusiker aller Zeiten. Das ist wer? Falco. Falco, richtig. So, und Falco hat Riesenhits gehabt. Jetzt muss ich mich ein bisschen kurz anziehen wie Falco. Haben wir ein Bild von Falco hier? Ja, dass Sie es wissen. So sah Falco aus. Da, das ist Falco. So. Und jetzt muss ich mich ein bisschen anziehen wie Falco, damit das auch rüberkommt. Warte mal. Schwarz. Moment, dann mache ich die. Das sind ja Koteletten. Das ist eine Elvis-Perücke, oder? Ich kann die Koteletten wegmachen. Das sieht aus wie Falco, oder? So. Und dann hat er die Haare ja immer so. So nach hinten gegelt. Da muss ich gerade mal. So. So. Er war ein Punker und der lebte in der großen Stadt. Große Hits wie Gene! Quelle in Andre! Ich muss ja das Mikrofon anpacken. Habt ihr was zum Abtrocknen? Was? Nee, wo? Ja, unten im was? Da drunter? Das ist doch die Falco-Jacke. Ach, da, sehr gut. Ja. So, Gene war ein Riesenhit von Falco und dann natürlich Stradini. Oh, der Kommissar geht um. Noch andere Falco-Hits? Die Titanic sinkt in Panik. So, das war jetzt weiter. Falco hat auf diesem Bild natürlich noch was an? Weiße Slipper. Haben Sie das gesehen? Weiße Slipper. Hat Falco auf diesem Foto an, das ist geil, oder? Weiße Slipper, deswegen habe ich mir auch weiße Slipper besorgt. Muss ja auch so aussehen wie Falco. Was sind da noch für Sohlen drin hier, so Kohlefaser? So, weiße Slipper und ein Falco-Jackett, das kann ich auch noch kurz anziehen, damit das für Sie auch einigermaßen echt wirkt. Falco hat auch immer so geschrien, ich habe früher immer gedacht, der schreit Tor, ja? Aber stopp! Ja. Auch bei Amadeus. Amadeus habe ich früher mal verstanden, es geht um Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Aber so, jetzt geht's los gleich, meine Damen und Herren. Denn jetzt spielen wir für Sie von Falco, für unsere österreichischen Freunde, spielen wir für Sie von Falco Amadeus. Kleinen Moment, ich muss das Mikrofon auch hinstellen. Und mir kurz noch. Achso, die Brille habe ich vergessen. Halt, haben wir aber Zeit, oder? So, dann vielleicht noch. Achso, damit ich mich gut höre, stecke ich mir das auch noch in die Ohren. Es muss für alles gesorgt sein. Sehe ich aus wie Falco? Ich sehe ein bisschen aus wie Rudolf Mooshammer, kann das sein? Oder? Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Tja, da. Gut, okay. Okay, ich bin soweit. Los geht's. Rock me, da, 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 da
war in Wien, war Vienna, wo er alles macht. Er hatte Schulden, der da dran, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kann betrachten, er war ein Superstar, er war zu populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, er kann betrachten, Amadeus, 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 da! Amadeus, 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 oh, 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 Amadeus. Amadeus, 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 oh, 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 Amadeus, Deus, 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 Thank you. So. Oh, 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 oh. So.